Jo, willkommen zurück bei einer neuen Folge Fortnite. Wir können hier landen, schätze ich. Heute mit Geralt und Story. Ja, hier. Heute aber als Geralt, weil wir haben Plötze bekommen. Das ist sehr lustig und das schauen wir uns jetzt an, deswegen legen wir direkt los. Meine Fresse, war das wieder eine Runde letztes Mal. Unnötigster Tod der Welt, ich check's nicht. Okay. Aber gut, neue Runde, neues Glück oder wie oder was? Es geht ja auch um die Aufträge, natürlich mal wieder vorrangig. Vorrangig. Ja. Na, Densen, Antensen, schauen wir uns mal an jetzt hier. Meine Herren, echt. Meine Herren. Also, was ist jetzt hier? Natürlich, na gut, egal, wir landen trotzdem da. Müssen wir ja. Genau, wir müssen ja sprechen mit jemandem. Ja, vielleicht lande ich bei der... Boah, bei der Zitadelle ist schon auch Arsch. Vielleicht 40 Spring Splits vielleicht wenigstens da. Ja. 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 Gut. Das hier weiß ich immer noch nicht. Darum kümmere ich mich aber erst nach der Story, echt. Ja. Okay, dann, geht's los. Aha. Okay. Ich bin schon wieder Level 240. Das ist jedes Mal bemerkenswert. Wie ich mir immer denke, oh, schaffe ich nicht. Ich bin froh, wenn ich gerade so 200 bin, dann bin ich doch 240, 250 immer am Ende der Season. Das ist ja der Wahnsinn. So, dann schauen wir uns mal diesen lustigen Plötzegleiter gleich mal an. Bestimmt komplett bescheuert. Es wäre interessant, wenn die Insel tatsächlich zweigeteilt wird, echt. Wie es ja so hieß. Oh mein Gott, wie das aussieht. Oh mein Gott. Lustig. Nee, wäre interessant. Gab ja schon mal eine Season, wo die Map überschwemmt war. Das wäre doch ein ähnlicher Effekt, wenn sie zweigeteilt wird. Ähnlicher Effekt. Wäre, glaube ich, ganz cool. Zweigeteilt und ein riesiger Fluss in der Mitte im Weg. Hätte was, denke ich. Das hätte was. Na toll. Oh nein. Gerade die Schrot, mit der ich am wenigsten umgehen kann, irgendwie. Das ist ja toll, echt. Ja, tschüss. Ich muss reden mit jemandem. Hallo, 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 hallo. Du hast keinen Beweis, dass ich das Restaurant angefasst habe. Keinen einzigen Beweis. Aber selbst wenn, ich hatte stets das Beste für die Insel im Sinn. Die Energie des Restaurants wird instabil. Das könnte den ganzen Himmel aufreißen. Und wir wissen nicht, was auf der anderen Seite ist. Aha. Die Sterne hilft uns. Den ganzen Himmel aufreißen, okay. Ja, ich meine, dann haben wir wieder ein normales Szenario. Himmel aufreißen. Ja, wie in Chapter 1 und so ein Schmal. Also, ja, normal dann. Okay, ja. Und so spinnt sich die Fortnite-Story immer weiter quasi. Aber eigentlich bleibt immer alles wie immer. Irgendeine Gefahr, dann Riss wird instabil, dann passieren irgendwie Dinge, man fliegt und dann beginnt es wieder von vorne. Eigentlich ist es ja auch schon immer dasselbe, ne? Nur halt immer in einem neuen Setting und so, ne? Aber eigentlich immer dasselbe. Genau. Und auch aus den Gründen müssen wir das, glaube ich, nicht unbedingt weiter aufnehmen. Ja, weil wir hatten ja jetzt das I.O., was ziemlich krass war, so dieses I.O.-Finale. Das war eine geile Story und so. Aber ja, ich denke, so langsam. Das passt schon, ne? Bluthund, ja komm. Markiere ich mir halt selbst meine Feinde. Ja, noch eins. Ah ja, toll, wieder ein Bug. Geil. Was ist denn das jetzt für ein Schmarrn?
Was soll das denn, echt? Lass das doch mal, echt. Das ist so ein Schmarrn, echt. Da packe ich mein Banjo raus. Ich sag's, wie es ist. Ja, jetzt hätte ich gern noch eine Excalibur-Waffe. Ja, das wäre natürlich noch was. Ach, schau an. Machen wir so. Wie immer. Okay. Was ist denn das jetzt eigentlich hier? Okay. Ja, komm, dann erober ich's halt. Das war's. Jo, das war's mit Story. Natürlich war's das mit Story. Oh Mann. In 6 Tagen dann wieder. Okay. Na gut. Dann jetzt irgendwas. Ein Geheimcode vielleicht. Oder so. Es gibt noch so viel zu tun hier. Es ist verrückt. Verrückte Geschichte, das. Geheimcode. Nee. Ja, weiß ich nicht. Nee, im Endeffekt brauche ich nur noch eine Excalibur. Fertig. Ja. Ja, das wäre natürlich geil. Genau, ich würde jetzt gerne das mit Geralt zu Ende machen, ja. Dann muss ich erstmal echt eine finden. Ja. Schauen wir mal, da müsste ich gezielt zu einer eidgebundenen Truhe hin oder sowas. Ich weiß nicht. Hä, was ist da? Tschüss. Null. Hat sich ausgeheilt hier, echt. Dort ist aber auch keine. Leute, bitte. Hat hier keiner eine Excalibur irgendwie? Ja, was ist das jetzt für ein Schrott? Schrott für den geben Kondition, ja. Ja, das wäre cool. Das wäre cool. Schwuppdiwupp, wo bin ich denn eigentlich? Okay, da vorne könnte eine eidgebundene Truhe sein. Hier ist nur Müll drin, okay. Dann gehen wir darüber. Da vorne könnte was sein, vielleicht. Das könnte natürlich auch jederzeit mit einer geringen Chance in der normalen Truhe was drin sein. Ja, da vorne müsste ich hin. Vielleicht. Ja, naja, also Geralt, ne? Müsste man jetzt schon zu Ende machen, wäre schon ganz cool. So. Was ist hier wieder los? Oh, wow. Toll gebaut wieder. Mensch, ich treffe die aber auch sehr gut an der Stelle, ja. Könntest du sterben? Junge! Danke, echt. Ja. Scheiße. Es hat Zeit gekostet, liebe Leute. Zeit. Ich muss jetzt trotzdem hier schauen. Ich habe 2 Schlüssel, theoretisch. Excalibur-Truhe oder so. Was will ich? Was will ich? Wie will ich rennen? Schwupp. Und was ist hier drin? Ne, das brauche ich doch alles nicht. Ist doch Schmarrn. Ja, einmal. So, okay, nee, auch nicht. Wir müssen schauen. Hallo. Auch nicht. Ja, ist hier keine altgebundene Truhe oder was?
Nicht dein Ernst. Doch. Ja, perfekt. Geil. Jetzt raus hier, echt. Können aufhören zu blingsen. Zu blingsdingsen. Bogenlegende. Ja, moin. Das auch noch. Scheiße, kann ich jetzt nicht machen. Kein Boot oder so. Komm schon. Was liegt hier für ein Krampf rum? Okay. Junge, wo denn? Ach du Scheiße. Was? Achso, das passt, ja. Nee, nee, okay, passt. Ist ja gleich hier. Komm schon. Oh ja. Oh je. Klar wäre jetzt Bogenlegende geil, aber... Oh, beweg halt dein Fettarsch. Echt. Wahnsinn. Nehmen wir dieses Hängenbleiben an Müll. Okay. Okay. Puh. Was hab ich da gekriegt? Stinkbogen, okay, cool. Ja. Ja, das ist jetzt nicht gut. Mann, ja, ich kann es nicht nehmen. Ich kann es leider nicht nehmen. South Park Sunny. Flugstunde. Ja, South Park Sunny. Ja, heute mal ganz anders, wa? Und es geht weiter mit Schrott. Und schon wieder Bogen. Ach, komm schon. Ja, dann so. Ja, voll ärgerlich. Nur weil ich jetzt das mit dem Schwertwerfer machen muss. Jo! Okay. Ja, die kann ich mitnehmen. Jo, das ist ja ein Hammer. Lol. Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, na gut. Dann halt mal heute so, ne? Dann heute mal ganz anders, echt. Okay, wow, das hat ja geklappt. Okay. Okay. Warum NPC, echt? Nein, nicht sterben! Achso, ich kann ja... das da machen. Gib mir das. Boah, mein NPC voll am Arsch. Immer gleich am draufholzen, echt. Hab ich geschafft? Nee, 275. Scheiße, viele Gegner. Kann ich es nicht mit dem auch machen hier, guck mal. Seht ihr das? Nein? Das ist doof. Oh Mann.
Das ist doof. Also wir sind hier. Oh mein Gott, wir sind hier hinten. Junge, bauen habe ich gar nicht mehr Intus. Bin so blöd. So, okay. Ich kann's auch nicht mehr. Oh, jetzt baut die mir das wieder ab. Hallo? Hallo? Where? Oh my God. Ein Gegner? Irgendwie? Hallo? Muss Schaden machen. Ja, das ist ja wieder toll. Jo. Aha. Junge, was habt ihr mit den Bäumen gemacht? Warum kann man da nicht mehr... Oh Gott, echt. Hallo, Movement, echt mal. Junge, 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 echt. Oh nein. Ich sehe ihn nicht. Na also. Oh. Aha. Ah, der Hammer. Ich hasse ihn. Ich dachte, ich könnte sie noch wegspicken. Aber man kann ihn ja auch nicht abbrechen, das ist ja das Problem. Schade. Einmal verklicken oder irgendwas und du bist halt tot. Hier hätte ich nur Messer auf sie werfen müssen, tatsächlich. Hätte ich es auch gehabt. Erstens das. Ey, 75, das ist so lächerlich. Ich hätte jetzt einfach nur ein Messer auf sie werfen müssen. Scheiße. Jetzt habe ich nicht mal Geralt in dieser Folge. Wahnsinn. Die Aufgaben erledigt. Ich check's nicht. Ach. Aber ich bin froh, wenn die Season rum ist. Na gut, also wir haben es geschafft, Leute. Das war's für diese Folge. Absolut. Ja, wir haben diesen komischen Ladebildschirm gekriegt. Was zur Hölle ist das denn? Was ist das denn? Okay, das ist die Insel. Ist das schon ein Teaser auf Season 2 dann? Oder? Tatsächlich würde ich sagen, ja. Tatsächlich würde ich ja sagen, ja. Das ist ja super interessant. Ja, mal schauen, was passiert, gell? Na gut, und dann ein Banner-Symbol, ja. Ja, schade. Nicht mal... Oh, ey, nicht mal. Nicht mal die Scheiße hier geschafft. Wahnsinn. Ja, der Waffenskin wäre schon cool. Und der ist super unnötig, echt. Na gut. Okay, dann war es das mit den Aufnahmen. Ja, die Geheimcode-Geschichten, die mache ich jetzt nicht als Aufnahmen. Das muss nicht sein. Wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder. Bei Eidgebunden in 6 Tagen, also einer Woche. Vielleicht mache ich hier noch ein bisschen Creative Maps. Das hatten wir jetzt auch eine Weile nicht mehr. Ja, das könnte ich mir noch vorstellen. Das können wir vielleicht noch machen als Aufnahmen. Und dann mache ich eben noch Season Finale und dann passt das, glaube ich. Wirklich, ich nehme es dann nicht mehr wirklich auf. Wirklich nur noch ganz, noch weniger als jetzt. Ist wirklich so. Naja, okay. Das war's. In dem Sinne... Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.